Und wen haben wir hier? Ah, da sind sie! Jan, grüß dich! Livon, hallo! Schön, dass ihr da seid. So, Livon, das ging ja schnell, weil im Prinzip die nächste Reise ja schon ansteht. Oder warum muss es heute so schnell gehen in der Kabine? Erstmal nur eine kurze Ansprache, zweite Halbzeit war okay, aber was sagt er? Nee, ich glaube, Sascha hatte sich in der Halbzeit schon verausgabt und da hat er jetzt ein bisschen Energie gespart. Ja. Aber hat ja gewirkt. War das eine ähnliche Ansprache wie beim letzten Spiel gegen die Ukraine? Ja, ich meine, klar, wir haben in der ersten Halbzeit nicht überragend gespielt und dann muss man nochmal klare Ansagen machen und hat er gemacht und ja, zweite Halbzeit lief dann ein bisschen besser. Sind das für dich die schwierigsten Dinger, wenn man gegen so ein Spiel, gegen so einen Gegner spielt, der im Prinzip überhaupt gar nichts zu verlieren hat? Ja, natürlich, also sie haben wenig zu verlieren, sie kommen hierher, zwei gute Spieler verloren vorher, man weiß auch gar nicht so richtig, was jetzt kommt, wer wird jetzt ein gutes Spiel machen von denen, wer übernimmt die Verantwortung? Und von daher ist es auch schwer, so eine Spiele dann auch zu spielen. Livon, what do you think about the game today? It wasn't the prettiest game, but a win is a win, so that's the most important. Do you were surprised that they played such a good first half because they are the last team in the league? No, I think they came in relaxed. You know, they didn't have any too much pressure, and also with a few guys injured, so you know, often teams guys come in and they play relaxed and make shots, and you know they played pretty well for the first half. Also Tübingen hat in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Livon meint aber auch, sie hatten eigentlich ja nichts zu verlieren. Also sind Letzter, kam hier ohne Druck nach Berlin, dazu noch ein paar Verletzte. Ansonsten sagt er zum Spiel der eigenen Mannschaft, es war jetzt sicherlich nicht das beste Spiel, aber am Ende ist eben gewonnen. Jan hat heute eine tolle Trefferquote, 5 von 6 aus dem Feld, 83%, auch alle Freiwürfe reingemacht. Ich gucke mal gerade bei Jan. Nee, hast du nicht? Wo sehen wir die denn hier? Nee, das 2 von 4. Das war der Dreier, den ich gesehen habe. Auf jeden Fall 5 Rebounds auch noch geholt. Und du hattest ganz wilde 5 Minuten zum Beginn des zweiten Spielviertels. Wenn man das hochrechnen würde, hättest du durchspielen dürfen, 80 Punkte gemacht. Hast du das Obradovic mal gesagt, dass er dich mal 40 Minuten bringen muss? Was war in diesen 5 Minuten? Wie hast du die erlebt, diese 5 Minuten? Die waren wild. Ja, manchmal kommt der Ball einfach zu einem und man fühlt es einfach gerade und ja, dann gehen die Dinger halt auch rein und ja, kann man nicht beschreiben. Ich meine, klar, wenn man sowas hochrechnet, ist immer interessant, aber ja, war einfach eine glückliche Situation gerade für mich. Bei mir lief es einfach gerade, ich habe getroffen. Leon hat mich, glaube ich, ein, zwei Mal richtig gut in Szene gesetzt auch und von daher war es dann auch einfach. Aber du auch die anderen, das scheint ihr im Training ganz besonders nochmal zu forcieren, dass ihr Großen euch den Ball unterm Korb schön zusteckt, weil du machst es mit den anderen ja auch. Ja, ich glaube, wir haben eine Menge Spieler, die einfach sehr intelligent sind im Spiel, die einfach dieses Spiel lesen können, die wissen, wo der offene Mann steht. Und dadurch, dass wir jetzt auch schon einigermaßen eingespielt sind, schon eine Weile zusammen sind, eine Menge Spiele zusammen gemacht haben, ist natürlich sowas, wird es immer einfacher. Aber ich weiß, wo er steht, er weiß, wo ich stehe. Und da wissen wir natürlich uns dann auch ja, einfache Punkte gegenseitig zu schenken dann. Livon, it was the 13th win in a row. Do you still have a feeling what it is to defeat a game? Yeah, coach makes sure to remind us about this feeling almost every day, so we remember. But what is the secret? Why is Aldo so strong this season or in this time? I don't know. I think we've been staying together, and also, you know, coach has been in making sure that every day we're working hard and that we come prepared for every game. So we're not taking any days off or relaxing, so I think this is keeping us consistent. Der 13. Sieg heute in Folge. Ich habe Livon gerade mal gefragt, ob er überhaupt noch weiß, wie sich so eine Niederlage anfühlt. Aber er sagt, der Coach, der sorgt schon dafür, dass sie nicht vergessen, dass es eben auch Niederlagen gibt und wie hart es dann ist. Und ansonsten sagt er, die Mannschaft steht momentan sehr, sehr gut zusammen und der Coach stellt sie sehr, sehr gut ein. Und deswegen kommt diese unglaubliche Serie auch zustande. Ich glaube, es ist zum zweiten Mal schon, dass der Kapitän den 100. Punkt macht im Spiel. Früher gab es da immer irgendwie eine Regel, der muss einen ausgeben oder einen Kuchen backen. Gibt es bei euch auch so eine Regel? Naja, ich kenne es vom Basketball auch nur, dass man eine Kiste Bier mitbringt, aber ich warte immer noch auf die erste, von daher mache ich mir über die zweite nicht so allzu große Hoffnung. Aber spielt ihr den dann in dem Moment besonders an oder ergreift Sven dann einfach die Initiative und sagt, scheiße, wenn sonst keiner macht? Nee, klar, ich glaube, wir haben jetzt ein, zwei Mal so Situationen gehabt, wo wir dann hochgeführt haben und dann kommt Sven rein und klar, er ist natürlich auch jemand, der dann auch mal, ich meine, die Leute, die eben wenig spielen und die dann eben nur in solchen Situationen reinkommen, sollen dann auch ihre Punkte machen. Und es ist klar, dass die Mannschaft dann auch guckt, dass wir Sven finden oder auch Ismet finden, dass sie mal einen Wurf nehmen. Und ich meine, Sven, wissen wir alle, ist ein hervorragender Schütze und dass er die Dinger dann auch reinmacht, ist auch klar. Wir sind begeistert von euch. Wir waren heute auch sehr angetan von Sascha Natschfei. Der Typ ist 37 Jahre alt. Wie hast du ihn zum Beginn des Spiels erlebt? Ja, ich meine, ich habe die letzten 2 Jahre jeden Tag gegen ihn trainiert. Also ich weiß genau, wie hart Sascha arbeitet, wie gut er immer noch ist. Und dass er auf diesem Niveau spielen kann, zeigt er mittlerweile auch immer wieder.
Klar gibt es Spiele, wo er nicht mehr umziehen kann als siebter Ausländer oder so, aber wenn er spielt, ist er immer voll da. Also ich glaube, der kann auch schon ein paar Jahre mitmachen. Levon, today you had only one rebound, but if we look at the statistic for the season, you are the best rebounder at the team. What's your secret? I don't know. That's a good question. Going to the rebounds. I mean, you have to go after it. Is the simplest answer, but it's true. I mean, you have to just attack the ball. Okay, also liefern heute nur ein Rebound, aber schaut man sich mal die Statistik an, ist er der beste Rebounder im Alba-Team? Hat mal gefragt, wie das zustande kommt. Und er sagt, er kann sich das selber nicht so genau erklären, aber das Geheimnis ist wahrscheinlich einfach, immer wieder zum Rebound zu gehen, immer wieder das Brett zu attackieren. Wollen wir lieber noch die Fahrradfrage stellen zum Schluss? Ja, wollte ich gerade machen. Ja, okay. Leon, do you still drive by bike to the training? No, the last few days I haven't. I need better gloves, it's a little cold. Is the winter here harder than in your... home country, Canada? Yeah, much colder. Vancouver is just rains mostly. We have the mountains close, but mostly rain. Okay. Also Livon fährt gerade nicht mit dem Fahrrad zum Training, das haben wir ihn gefragt. Und der Winter hier in Berlin ist deutlich härter als in Vancouver, man mag es kaum glauben, aber Livon sagt gerade, da regnet es im Winter vor allen Dingen viel. Ist ein bisschen so Wetter wie in Seattle, in Vancouver ist es... Very similar, yeah. Okay. Yeah. Wir wünschen euch eine tolle Reise in die Ukraine dann am Mittwoch. Thank you very much for being here. Good trip to the Ukraine. Come good back. Dankeschön. Jan Jagler und Levon Kendall.